machen. Aber den Test, den wird es am Ende geben. Und da wird dann von jedem Vortrag, wird das, also dieser Vortrag hat keine Fragen, nur die Zusammenfassung. Weil du, wenn du jetzt eine Zusammenfassung schreibst, wirst du die meisten Sachen, wirst du dir sowieso merken. Was einfach zu merken sind. Die anderen Sachen sind Sachen, die man auswendig lernen muss. Nächste Woche, das wird ganz kompliziertes Thema werden. Da gibt es auch wieder Sachen, die man, das ist Verteidigung der Sunna. Leute, die sagen, man muss sich nur in den Koran halten, Koraniyun, gibt es jetzt in der ganzen islamischen Welt, Mustafrikun. Leute, die sagen, ja, wir halten uns nur in den Koran, nicht in die Sunna. Ja, und wir geben dann die Widersprüche dieser Leute auf, warum das falsch ist. Gib ich dir. Okay, sonst noch irgendwas zu meckern oder so? Dr. iPhone. Alles klar? Kannst du der Mensch interessieren, was du gesagt hast? Die Seite, ja. Wir gehen davon aus, dass ja, wir versuchen die halt jetzt irgendwie zu flicken. Geht jeden Tag auf die Seite, also Nachrichten werdet ihr bekommen. Aber die haben da wahrscheinlich was am Server rumgespielt, ja. Ist halt so, aber wir stehen wieder auf, ist ganz kein Problem. Deswegen sage ich ja, wir müssen die Dawa jetzt an den Mann bringen. Und nur Internet, guck mal Leute, warum sind die eigentlich so fuchsteufelswild geworden? Warum? Durch die Kundgebungen. Nee, Dawa-Kurs kam ja nachher erst. Sondern durch die Kundgebungen. Weil wir jetzt die Sache auf die Straße tragen. Solange sich der Islam in der Moschee verhält, am besten auf Chinesisch oder auf irgendeine andere Sprache, wo es auch keiner mitkriegt, ist kein Problem. Aber wenn du anfängst, richtig öffentlich aufzurufen, dann merken das eindeutig. Aber die können, aber gesetzlich sind wir auf der richtigen Seite, weil wir nichts machen, was verboten ist. Ganz einfach. Bitte. Kann dieses Gesetz geändert werden? Eigentlich nicht. Okay, Bruder. Ja, bitte. Natürlich. Guck mal, Bruder, Koran in die Hand geben würde ich nur jemanden, der schon interessiert ist. Wenn jemand interessiert ist, gibt es den Koran. Aber ansonsten haben wir ja diese Flyer auch jetzt. Immer, ja, wir sind die gerade am Herstellen. Wir wollen jetzt wirklich Hunderttausende herstellen. Flyer für Informationen. Guck mal, Bruder, wisst ihr, damals bei mir, wisst ihr eigentlich, wie ich den ersten Kontakt mit Islam hatte? Ihr kennt die Geschichte mit diesem, mit dem Typen von der christlichen Mitte, ne? Aber eigentlich vorher, eine Woche oder zwei Wochen vor dem Treffen, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich in Köln durch die Stadt gegangen und da waren einige Brüder, die hatten einen grünen Turban gehabt und einen langen Bart, die haben dort so Informationen über Islam haben die vergeben. Türken waren das gewesen. Und das habe ich gelesen, das hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja okay, jetzt will ich Islam annehmen, aber das hat mir die ersten Punkt gegeben, weißt du? Das hat mir den ersten Punkt gegeben.